Hallöchen, Moinsen, Pipa, Puppidi, Papidi, Po und der Sandmann kommt, meine lieben Freunde. Aber anstatt des Sandmanns habe ich hier den lieben Zimbel bei mir. Sag doch mal was, sag mal Hallo, Zimbel. Zimbel, lieber Zimbel, es ist doch nicht so weit. Ja, genau, mit Beatbox und Dubstep. Sandmann mit Dubstep. Dubstep-Variante. Das hier ist ein Together von mir und dem lieben Zombie, der die erste Folge verpasst haben sollte. Das wird im abwechselnden Rhythmus hochgeladen, also die erste Folge gab es bei ihm auf dem Kanal, der steht ganz oben in der Beschreibung, ja, also einfach da hinklicken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die zweite gibt es dann bei mir, die dritte wieder bei ihm, die vierte wieder bei mir und so weiter und so fort. Ihr kennt das System. Ja, ist Castle Crashers kompliziert. Was? Ja, mir auch, also ich krieg das glaube ich auf dem Upload nicht hin. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Komm, lass direkt weitermachen. Wo gehen wir hin? Mach einfach du. Ich kenne ja das Spiel, du darfst entscheiden, ob wir... Okay, ich würde fast vorschlagen, wir gehen lieber mal in den Wald, denn im Wald ist es kalt. Okay, dann gehen wir Richtung Wald. Richtung Wald. Die Musik ist schön. Ich mag die Musik in dem Spiel. Ich hoffe, die Audioeinstellungen sind super. Falls sie nicht super sind, sind sie in der vierten Folge super. Guck mal. Oh mein Gott, er reitet. Du bist so ein Arsch, Mann. Du klaust mir natürlich gleich wieder den Dino. Ja, geh drauf. Wie kann man da drauf? Dann kannst du beißen. Einfach drauf springen. Genau. Oh! Ich hab ein Schnappi, Schnappi. Ist das geil. Ey, ich verliebe mich gerade so ein bisschen in das Spiel. Das ist echt. Du weißt jetzt, warum ich schon lange spielen wollte. Ja, jetzt verstehe ich das, warum du mich da immer so ein bisschen gedrängt hast, sage ich mal. Aber ich bin mir auch sicher, das wird bei den Zuschauern gut ankommen. Also ich kann mal, das ist bestimmt auch ein schönes Spiel zum Zuschauen einfach. So, das, ich finde es gerade interessant, dass die eine Prinzessin gerade für 5 Gold gekauft wurde. Ich finde es gerade ein bisschen interessant, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Okay, da bin ich. Ich weiß es selber gerade nicht. Ich werde auch nur rumgeworfen. Ich habe einen neuen Zauber, ne? Wie geht denn der? Ich weiß nicht, ich habe nichts bekommen. Das weiß ich noch. Ah, guck mal, ich kann jetzt Feuerbälle werfen. Was? Guck mal, er hat mich durch die Gegend geschmissen. So, ich gebe ihm direkt mal hier mit der Brust. So, jetzt, Kollege. Alter, geh mir nicht so auf den Sack. Du alte Fotze. Entschuldigung, muss ich jetzt mal gerade eben einfach sagen. Das ist wirklich. Das sieht aus. Guck mal, wie der aussieht. Das sieht aus, als hätte er ein Arschloch als Gesicht. Ja? Vielleicht ist er ja auch ein Arschloch. Ja, das ist gut möglich. Also, wie man sieht, wir benutzen hier auch richtig deftige Wörter. Ja, krass vom Dienst und herb. Das liegt alles an Kedos Kanal. Bei meinem Kanal kommt keine Beleidigung. Nur bei seinen Folgen immer. Du weißt nicht, wie die nächste Begrüßung bei dir aussehen wird, ne? Moment, ich will auch beim Dino bleiben. Ich finde die Musik auch sehr fröhlich dafür, dass wir gerade eigentlich Menschen umbringen. Ja, ich finde es aber geil. Das gibt dem Ganzen so eine echt geile... Also ich, wie gesagt, ich hoffe echt, ihr hört das Ganze. Das kann immer sein, dass beim ersten Mal beim Together die Audioeinstellungen leider ein bisschen scheiße sind. Das müsst ihr mir verzeihen. Ihr müsst es mir verzeihen. Und wenn ihr es mir nicht verzeiht, dann werdet ihr Sabrina Samantha kaputt gemacht. Ich beiß die mal alle mit dem Dino tot. Ja, mach das einfach mal. Weil der sich gut dafür anbietet. Ey, guck mal, ich habe den Baum geschlagen. Boah, ich bin noch so ein bisschen... Nimm mal den Apfel. Ja, hab ich. Gut. Schau mir nämlich mal dein Leben an. Nimm die Birne auch. Okay. Du hast keinen Heiltrank. Hier, die Birne. Take it. Ja, ich bin noch so ein bisschen verpeilt. Also so ganz habe ich das noch nicht hinbekommen, hier mit dem krassen Aiming. Warte. Oh, guck mal. Hier kann man von jedem Baum was runterschlagen. Genau, heb alles auf. Wollen ja nicht, dass du gleich... Der läuft auch so. Die Schaufel habe ich... Habe ich die Schaufel? Ja, gut, geh mal weg. Hast du eine Schaufel? Die kriegt man viel später eigentlich. Aber die hat jeder Charakter automatisch. Dann kannst du Sachen ausgraben, zum Beispiel die neue Waffen. Besuch mich für Waffeninfos. Ich habe ein Blatt freigeschaltet, okay. Das ist super, ist eine ganz... Was, da singt jemand. Ja, dann schau mal dahinter. Gleich. Ich beiße ja erstmal mich so ein bisschen durch die Gegend. Ich würde es machen, bevor ich aus Versehen in die Höhle laufe. Huch, ich wollte gar nicht schaufeln. Ich laufe doch nicht aus Versehen in die Höhle. Was denkst du denn von mir? Wie unprofessionell ich wäre denn das? Ich finde, dass sich die Gegner ständig unseren Dino schnappen. Voll asozial, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir ihn erst geklaut, aber... Ja, aber es ist unser Dino, Mann. Ich gehe da mal hin. Hallo? Ach, guck mal. Hab ich jetzt einen Puschelwuschel? Ja, und der holt dir immer Obst. Och Gottchen, ist das putzig? Vogel! Vogel! Ich habe einen Vogel. Oh, guck dir das mal an hier. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt ist der Tag gut gelaufen. Gehen wir da mal rein. Gut. Was ist denn da los? Diese Arschlöcher, ich nenne die jetzt Arschlöcher, weil die sehen echt einfach aus, als hätte man ihnen irgendwie sowas rausgeschnitten. Das ist ein Arschloch im Busch. Der hat sich nicht rasiert. Ein Arschloch im Busch. Schöner Folgentitel. Hab ich direkt was. Oh, guck mal, eine Eule. Kann man die irgendwie... Nee, gell? Ja, da kommt automatisch was. Hat die gerade geschissen? Ja. Und aus der Scheiße, was zum... Was? Was ist da gerade los? Ich hätte Angst, würde ich sagen.
Es kommt noch besser, das Level wird dir gefallen. Alter. Was geht bei dem Spiel, bitteschön? Krass. Oh, guck mal, ich hab Gold. Ich hab Feinde. Und dein Eulchen hat dir wieder was zu essen gebracht. Ja, das ist voll lieb, ne? Das ist auch recht praktisch. Oh, du hast eine stärkere Waffe gefunden. Ja. Die unterstützt Stärke, glaube ich. Das ist ganz schön, das ist so ein bisschen hier so ein Fleischklopfhammer, ne? Du kannst die Statuswerte immer vergleichen. Wenn Moment, mach das mal. Nein. Oh, jetzt hab ich's verpasst. Jetzt ist, verdammt. Ja, egal. Jedenfalls hämmer ich schon mal ein bisschen. Ich denke nur, dass die Zuschauer so am meisten interessiert, wie die Statuswerte sind. Dich wahrscheinlich weniger. Ja, du kennst mich doch, ne? Mich interessiert nur, wie unglaublich erotisch du mich nennst. Moment, das war mein Geld. Hör dir mal auf, wenn die ganze Zeit mit Pfeilen nach mir zu schießen. Ja, das ist voll, ne, das ist voll nervig, übel. Mit ihrem Gepfeile da. Brennenden Arschlöcher. Das geht doch gar nicht hier. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich das behaarte Arschloch oder das brennende Arschloch als Titel nehme. Mach's mir doch nicht so schwierig. Schreib halt im Kampf mal gegen die Arschlöcher. Guck mal. Was? Ist das nicht süß? Was geht denn bitteschön in dem Level? Die scheißen da nur durch die Gegend. Ah, das Spiel trifft genau meinen Humor. Also ich weiß. Auf den Punkt genau, möchte ich behaupten. Sehr schön, das freut mich tierisch gerade. Das Level hat noch mehr schöne Stellen zu bieten. Also ich hatte ja schon erwartet, dass es einfach ein... Übrigens, durch meinen Begleiter kann ich schneller durch Wasser laufen. Ja? Du siehst, schau noch mal zu mir her. Und ich kann einfach so schnell durchlaufen. Oh, Speed. Ja, ich hatte schon einen guten Plattformer erwartet. Aber dass er auch noch so viel Humor besitzen wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was sind das jetzt? Buschmenschen. Töten. Okay, Buschmenschen. Die sehen ein bisschen verbrannt aus, komischerweise. Warte, kann ich nachhelfen. Oh, das hat dem scheinbar nicht so gefallen. Ich glaube auch nicht. So, komm mal her. Moment, ich möchte mal hier auch meine Magie eigentlich... Ein bisschen werde ich meine Magie aber trotzdem irgendwann mal upgraden. Ja klar, du kannst... Ja. Aber mal so spaßeshalber, weil ich die ein bisschen lame finde. Du kannst find ja bis zum nächsten Zauber noch upgraden zumindest. Was sind da drin? Sag mal, was da drin? Nochmal eine Waffe. Der Ast. Wechsel mal. Dann macht 2 Stärke. Was macht der Axt? Plus 2 Agilität, also lasse ich ihn liegen. Richtig. Ne? Ich lasse ihn liegen. Schlag mir lieber diese Wand kaputt. Was, ich hab schon wieder irgendwas bekommen. Was bekomme ich denn alle 2 Minuten hier? Du hast hinter der Wand was Geheimes gefunden. Ist das besser? Nee, das ist für mich gut. Ja, dann schnapp du dir das mal, was auch immer das ist, irgendwie das so ein irgendwie so verpacktes Dildo-Ding. Ich nehme das verpackte Dildo-Ding. Nimm das verpackte Dildo. Was ist denn da los? Nicht auch noch, oder? Die Folge ist im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Was? Okay, hier, gut. Jetzt musst du gar nicht mehr die Folge nach den Arschlöchern benennen. Ja. Aber nur, oh, guck mal, ich habe alles Geld eingesammelt. Ja, diese kleinen Viecher kommen immer und wollen das Geld klauen. Solche Sackratten. Was, so ein kleines schönes Tutorial-Element. Oh, guck mal, was machst du da hier, um mal auf zu waschen? Mann. Ich glaube, man sieht im Spiel generell von keinem gegnerischen Feind das Gesicht. Oder so gut wie keinem. Ja? Ja, man sieht ja auch von uns eigentlich nicht das Gesicht. Wir haben ja auch eigentlich Masken auf, also hier Helme. Jein, ja. Jein, ja. Man weiß es nicht so genau, aber irgendwas haben wir halt eigentlich auf. Ja, wir haben eigentlich Helme auf schon. Aber man sieht ja einen Gesichtsausdruck bei uns wenigstens und nicht nur diesen Schlitz, den der da im Gesicht hat. Ja. Und zuvor sind die eigentlich gerade weggerannt. Weißt du, wenn eine Frau einen Schlitz im Gesicht hat, hat sie 2. Da kommt ein... Ich wollte nur einen schlechten Witz. Was ist denn das für ein Typ? Haben die davor Angst gehabt? Man kann es nur erahnen. Ich weiß es ja. Okay, wahrscheinlich nicht. Wenn du schon so sprichst. Aber die sind doch gerade davor weggerannt. Ich vermute eher weniger, weil das ist zu unspektakulär. Ich erwarte da noch ein bisschen mehr. Dass denen da wirklich, dass da dem Bär die Flitzekacke geht, weil der war ja eigentlich größer. Okay, wir können ja gespannt sein. Du mit deinem allwissenden, ich sehe dich allwissend grinsen gerade eben. Da brauche ich keine Facecam für, um das zu erkennen. Richtig. Du könntest eventuell damit recht haben. Ja, ich vermute es auch. Hör doch mal auf, hier so rumzuspucken. Die spucken die ganze Zeit, siehst du das? Ja, die sabbern sich so einen ab, die finden das total geil. Die wollen von dir geschlagen werden. Ja, was ist denn jetzt los? Oh, guck mal. Er ist gestorben. Schön. Oh, nicht schlecht. Oh, eine goldene Statue. Guck mal, hier trappelt ja irgendwas. Tiere. Oh, ist das süß. Guck dir das mal an. Häschen. Und da kommt das Reh wieder. Es ist so geil. Wie einfach, wie die da scheißen durch die Gegend gleiten. Sagen wir so, jetzt wird's erst geil. Okay. Sag mir jetzt nicht, die kriegen jetzt alle Dünnschiss.
Nicht alle, nur eins. Und das ist das, wovor alle Angst haben. Okay, verständlich irgendwo. Und schau, wenn man zu viert ist, kann ein Spieler auch das mit dem Dünnschiss reiten. Oh, muss man da springen? Ja, ein bisschen weiter hinten bleiben. Dann siehst du alles immer rechtzeitig. Ey, geil, das ist ja voll die coole Action-Sequenz, die hier noch zwischendrin steckt. Es kommen auch ab und zu so Lichtscheine, dann musst du immer in die Richtung hinlenken, weil da so Türen sind. Okay. Das so. Genau. Ich glaube, du hast einen Gefallen am Reh gefunden. Es ist so geil, ganz ehrlich. Also es ist nicht geil im Sinne von geil, aber es ist einfach witzig. Oh. Wir waren gleichzeitig beide paralysiert. Ja. Von einfach, diesem wunderschönen einfach so, Anblick. So, genau, fasziniert von diesem scheißenden Rehkitz. Da wird Bambi auf ganz neue Art und Weise interpretiert. Was zum... Oh, auf ganz neue Art und Weise interpretiert. Wenn man in einem Level stirbt, muss man es übrigens komplett von vorne machen. Deswegen sollte man aufpassen, möglichst nicht zu sterben. Beziehungsweise wenn wir beide tot sind. Wir können uns immer gegenseitig noch wiederbeleben. Okay, dann professionalisieren wir jetzt mal unser Gameplay. Ja, wir werden jetzt einfach von gegen gar nichts mehr rennen. Ja, und geben alles, was geht. Diese Mühle ist aber ganz schön lang. Das ist wirklich eine lange Mühle. Vor allem hat die extrem viele Mühlräder. Ich bezweifle, dass das realistisch ist. Stimmt, ey. Der Rest hier in dem Level ist ja total realistisch gewesen. Das Vieh da vorne, ey. Es scheißt sich regelrecht durch die Mühle. Und jetzt sind wir hier gerade... Im Wasser. Du kannst auf sämtliche Objekte, die hier durchs Wasser schwimmen, außer die Rehe... Ich will ein Reh. Außer die Rehe kannst du drauf springen. So ein Scheiß, ich will ein Reh. Gib mir das Reh, Mann. Du kannst auf den Ästen stehen, auf den Hai nicht unbedingt. Okay, gut, das habe ich mir jetzt gerade auch irgendwie gedacht. Was sind das jetzt hier für... Ledermäuse. Ich mag sie nicht. Nee, ich mag sie auch nicht. Die sehen irgendwie unsympathisch aus. Aua. Ebenso wie die Haie. Aber da kann ich bestimmt drauf. Ja. So, komm. Jetzt komm. Was ist das jetzt hier gerade für ein... Ich nehme einfach den toten Gegner als Objekt. Das sind Feinde. Die haben übrigens sehr, sehr lustige Todesanimationen. Okay, ich bin gerade, glaube ich, am Sterben. Nicht nur du. Hab ich irgendwo einen Heiltrank rumhängen? Sieht nicht so aus. Was? Ich bin tot. Klasse, ja, im Wasser kann ich dich schlecht wiederbeleben. Schön. Erste Folge auf meinem Kanal und ich sterbe natürlich auch dann gleich. Das ist völlig legitim, habe ich gar kein Problem mit. Ne? Schau mal halt bei dem Zimbelbei zu, wie er hier mit seinem Dildo-Dingens durch die Gegend schlägt. Danke. Ja, ist super spannend. Auch mit diesem rumfliegenden Seepferdchen da, das hat schon fast Tabaluga-Ausmaße. Ich gebe mir Mühe, wenigstens zu überleben. Aber jetzt wisst ihr auch, was beim Boss werde ich auch sterben. Okay, also jetzt wisst ihr auch, was ich hier so für eine Funktion erfülle. Das heißt, ich sterbe immer und er macht dann das Level fertig. Richtig. So in etwa hatten wir das uns gedacht, einfach so allgemein, von der Planung her. Es hat den höchsten Unterhaltungswert, haben wir uns gedacht. Ja. Wer will denn schon sehen, wie Ketos spielt? Niemand. Ja, also ich bin auch hauptsächlich gesagt. Eigentlich verantwortlich für die Peniswitze. Wenn das hier so Credits am Ende gäbe, dann würde ich bei den Peniswitzen dastehen. Penis. Ne? Ja, richtig. Ja. Ich versuche gerade irgendwie, diesen Frosch loszuwerden. Ist das aber ein Frosch? Das sieht eher aus wie so ein komischer... Okay, gut, das ist ein Froschkugelfisch-Stachelfieh-Mutation. Jetzt stirb doch bitte. Hier, Feuerball. Danke. Nein, es lebt immer noch. Zimbel, Feuerball. Setzt Feuerball ein. Feuerball. Dankeschön. Oh, jetzt ist es tot. Ich auch gleich. Ja, ich merk's, Mann. Streng dich doch mal mehr an. Streng dich mal an. Kann ja wohl nicht sein, dass du ja schon wieder den ersten... Ich werde hier total massakriert. Die ersten 2 Minuten hier schon wieder stirbst, Mann. Das kann ja immer nicht angehen, ey. Mann. Im schlimmsten Fall müssen wir einfach später Level wiederholen. Dann leveln wir auch auf und werden stärker. Nein, wir wiederholen keine Level, Mann. Ich dachte, wir machen Speedrun, 100%. Ja, eindeutig. Ja, 100%, alles kein Tod. Haben wir auch schon jetzt mit der zweiten Folge absolut eingehalten. Muss ich die eigentlich alle tot kriegen, damit es weitergeht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Okay, gut, dann wünsche ich dir mal absolut viel Spaß. Ich gehe mal kurz einen Kaffee holen, ne? Okay, ich sterbe mal währenddessen. Ich hab ja schon einen oben, also da muss ich mir jetzt nicht noch einen zweiten Kaffee holen. Gebe ich zu an der Stelle. Ich glaube, wir haben aber auch schon den ersten Shop freigeschalten mit dem letzten Level, mit dem Re-Level. Also es geht einfach automatisch durch die Level hindurch. Okay. Okay. Einen habe ich besiegt. Setz doch mal öfters deine Magic ein. Ich kann die ja nicht einsetzen, während ich im Wasser bin, das ist ja mein Problem. Und an die Plattform komme ich irgendwie nicht ran. You have the magic in you. It's a kind of magic. Some kind of magic. Muss die so einsetzen, während es runter... Oh Gott, er ist endlich weg. So. Boah, du bist... Oh mein Gott, bist du geskippt. Ein Apfel. Und noch eine Birne. Lecker Obst.
Oh. Okay, schön. Ja, guck mal, da ist der König wieder. Oh, ja, so, meine lieben Freunde, komm mal nach vorne, ich bin doch Oppos. Und da ist ein Boss. Ja gut, ich wünsche dir viel Spaß, ne? Ich lehne mich mal zurück. Ja. Ah, oh, es ist entspannt hier. Ja, gib ihm auf die Zunge. Der Bosskampf ist eigentlich relativ simpel. Man muss immer das Schiff hier so ein bisschen verteidigen. Und dem Katzenviech ausweichen. Geh weg! Nein! Warum eine Katze im Wasser? Ich weiß es nicht. Die mögen eigentlich kein Wasser. Das ist halt eine Seekatze. Und man muss immer diese Heuballen kaputt schlagen, weil dann kann die Kanone das Katzenviech betäuben. Und dann kriegt das ganz viel Schaden. Boah, das sieht so attraktiv aus gerade eben. Ich würde dir am liebsten knuddeln. Danke. Wieso probiere ich es überhaupt? Töte mich bitte. Ich will Ketos dabei haben. Boah, das ist aber so lieb von dir. Danke. Ja. Danke. Und du bist gestorben, Mann. Wie schlecht bist du eigentlich, meine... Ich bin eine Schande für die gesamte Gaming-Community. Ja, eine Schande für die Welt. Und er hört das seine Verteidigung, weil er natürlich so schlecht ist, ne? Ganz klar. 4 Punkte, komm. So. Du kannst jetzt die 4 Level... Achso, du hast nur 2 Level. Ja, Punkte schon mal in Magie reinstecken, wenn du willst. Ich stecke 1 hier rein und 1 da rein. Ich mach das okay. Ganze langsam, weißt du? So, und wir sind auch schon wieder am Ende von dieser wundervollen Folge angelangt. Ob uns jetzt glaubt oder nicht, oder glaubt oder nicht. Ja, dann die nächste Folge gibt's wie betont auf dem Kanal vom Zimbel, youtube.com/zombay. Seine Facebook-Page natürlich disliken, ja, so wie wir das immer machen. Wir sind ja, cross-promo-mäßig total am Start und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Natürlich Meinung wie immer in die Comments und so ein Shit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag von wegen und so ein Shit, verstehst du? Ja, voll? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, Shit ja, und so weiter ja. Und so fort. Tschüssikowski, haut rein. Tschüss.